Seit gut zwei Wochen wird Kultursenator Joe Cialo von Personenschützern begleitet, nachdem er Mitte September auf einer Veranstaltung von pro-palästinensischen Demonstranten bedrängt wurde. Jetzt ein neuer Angriff, ein Farbanschlag auf sein Privathaus. Dass man mich als Privatperson aufgesucht hat, dass man meine Familie hineingezogen hat, dass man die Nachbarn und die Kinder und alle, die damit zusammenhängen, mit in diesen Konflikt rigoros reinzieht. Das ist eine Grenzüberschreitung, die für mich schockierend war. Immer wieder werden Politiker und Politikerinnen angegriffen. Im Mai traf es Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. Vergangenes Jahr wurde der Grünen-Abgeordnete Gian Omar attackiert. Fassen Sie mich nicht an. Fassen Sie mich nicht an. Diesmal kriegst du scheißen Sie sich. Und im August wurde ein Anschlag auf das Parteibüro des SPD-Abgeordneten Lars Düsterhöft verübt. Schmierereien und Löcher in der Scheibe mit seinem Bild dahinter. Personenschutz wäre dennoch nichts für ihn. Ich brauche nicht Personenschutz. Und ich frage mich dann auch, wo hört das auf, wo fängt das an? Am Ende des Tages brauchen wir eine Gesellschaft, die tatsächlich zusammenhält und so etwas ächtet, wenn es Anschläge gibt auf einem Büro oder aber, so wie jetzt in diesem Fall, auf ein Wohngebäude. Und da muss halt die Gesellschaft einfach zusammenstehen und das nicht gutheißen. Normalerweise bekommen nur Politiker in bestimmten Funktionen Personenschutz, also der regierende Bürgermeister Kai Wegner und Innensenatorin Iris Spranger. Durch die Angriffe erweitert sich der Personenkreis. Die Sicherheit der Menschen, die hier in dieser Stadt leben und arbeiten, haben wir natürlich permanent im Blick, sodass wir also Personenschutzmaßnahmen eh schon funktionsbezogen durchführen. Man kennt das beispielsweise vom regierenden Bürgermeister. Wir schützen aber auch viele individual gefährdete Personen. Und Herr Cialo ist natürlich jetzt auch eine Person, die aufgrund aktueller Ereignisse entsprechend betrachtet wird in der Gefährdung und dann auch entsprechend geschützt wird. Jetzt eben auch noch Polizeischutz für den Kultursenator. Wir werden auf gar keinen Fall einknicken. Und wir werden dafür stehen, wofür Berlin auch seit Jahrzehnten bekannt ist, eine Stadt der Freiheit. Und die werden wir verteidigen, diese Freiheit hier in Berlin. Und wer glaubt, mich einschüchtern zu können, wer glaubt, irgendein Senatsmitglied einschüchtern zu können, um seine politischen Ziele durchzusetzen, der ist wirklich fehl am Platz.